Schönen guten Tag bei Außerirdisch zockt und seid ihr auch so außerirdisch cool? Dann guckt jetzt das Spezial. Ja, ich habe ja immer gesagt, dass es ein Spezial kommt. Also Spezial, also Ultimate Team ist mein Spezial. Ja, wir zocken Ultimate Team. Ja, meine Mannschaft. Ihr, wenn ihr das Video geguckt habt, glaubt, da habe ich meine, ja, hab ich meine Mannschaft schön gezeigt. Hier sieht ihr mal nochmal meine Mannschaft. Gips ist verletzt. Muss ich den wohl mit ihm austauschen? Ja, meine Fitness von den Spielern ist jetzt gerade nicht mehr so gut. Sind alle ein bisschen kaputt. Da muss ich erstmal hier ein bisschen. Ja, guck mal an. 87. Ja, Blazikowski würde ich dann reinbringen. Ich würde sagen, Mandzukic raus. Gomez rein. Ist eigentlich egal dann. Naja, genau, so will ich es machen. Ja, Vidal. Leider passt das nicht, aber. Ich meine, scheiße, keine Ahnung. Ich habe da noch nicht die passenden Spieler geholt. Tah, ja, habe ich auch Bock drauf. Passt doch. Ja, passt doch. Passt doch. Ist doch richtig geil. Mit Tab. So, dann zocken wir. Würde ich sagen, wir zocken eine Runde. Hoffentlich online oder so. Ja, und wir reden heute über ein Thema, was mich interessiert. Oder was vielleicht euch auch interessiert. Bundesliga. Ja, ihr wisst ja alle, es war gerade Bundesliga mal wieder. Bayern hat gewonnen. War ja klar, aber es war 80 Minuten haben die Mainzer echt durchgehalten. Das war sehr stark. HSV hat leider verloren. Leider, leider, leider. Ich weiß nicht, was da los ist beim HSV. Jedenfalls, wenn man Platz wieder anguckt. Es ist leider wieder ganz unten. Ganz, ganz unten. Sie sind leider 16. Also noch kein direkter Abstieg. Aber fast. Ja, wenn man sich die Tabelle anguckt, Bayern 1., Dortmund 2., 3. Schalke. Dortmund Schalke ist ja morgen, glaube ich. Ja, morgen. Morgen. Ja, morgen. Ja, ich glaube morgen. Morgen spielen die. Was ist hier los? Leverkusen 4., 5. Gladbach, Wolfsburg 6., Mainz 5., auch sehr interessant, 7., 8. Augsburg. Augsburg, hallo, Augsburg ist 8. Hertha 9., Hoffenheim 10., Hannover 11., 12., Frankfurt 13., Werder 14., Freiburg. Und ja, geht weiter. 15. Stuttgart, 16. Hamburg, 17. Nürnberg und 18. Braunschweig. Ja, wenn man sich das jetzt so anguckt, Bayern war klar. Dortmund-Schalke wird spannend, weil Schalke könnte, wenn die gewinnen, sind die dann Zweiter. Oh, heftig. Dann reden wir darüber. Heute war die Torlinientechnik. Ja. Die Torlinientechnik in England, zum Beispiel in der Premier League, spielen alle mit ihrer Torlinientechnik. Das sind die, wenn du schießt und das gegen die Pfosten und das die Schiedsrichter müssen einfach sagen, dass es ein Tor gewesen war oder nicht. Jetzt wollten die, weil es gab mehrere Situationen, immer mal im Spiel wollten die die Torlinientechnik. Heute haben die das ausgeredet, also mit Stimmen. Und die Bundesliga ist dagegen. Gründe finanziell.
dieses Fußball ist kein Fußball mehr. Wir reden nicht mehr über Wembley wie früher irgendwie. Und ja, Shiri Boshandel hat dann eben gesagt, ja, die Torlinientechnik hätte ihm geholfen. Oder allgemein die Schiedsrichter geholfen. Ja, bin ich auch für. Weil ich habe ein Interview von Marcel Reif gesehen. Und da hat er auch gesagt, wenn wir schon so viel Technik haben und die Technik klappt jetzt, dann müssen wir auch die Technik benutzen. Oh, Benzema, Benzema. Und ich bin da auch für gewesen. Ich kann natürlich die Bundesliga verstehen, vom finanziellen her, das ist, denke ich mal, richtig teuer, 200.000, aber ich meine, das verdienen die alle im Jahr oder noch mehr. Also ich glaube, die hätte auch geholfen. Viele Vereine haben gesagt, nö, ja, nee, dann ist Fußball kein Fußball mehr, aber wer das... Verein und genau die Abstiegskampf und du hast die Torlinie und auf einmal sagt der einer, der war nicht drin und obwohl er drin war, dann möchte ich mal diesen Verein hören, der was zusagt. Der sagt dann wieder, ja, wir brauchen die Torlinientechnik. Also es gibt Gründe und ich glaube, dieses Thema ist noch nicht zu Ende. Also jetzt für dieses Jahr ist es zu Ende. Oder für mehr erstmal. Aber irgendwann muss es kommen, weil in der Premier League, ich habe mir das angeguckt, in der Premier League, da klappt es wohl perfekt. Die Schiedsrichter haben dann so eine Uhr, so eine Watch und dann steht da Goal und dann nicht Goal, also Tor. Gomez. So, ich spiele mit einem klassischen 4-4-2. Und der Schiedsrichter hat kurz nachgedacht. Vielleicht will ich auch mal wieder mit. Er entschied sich für den Pfiff. 4, 3, keine Ahnung, irgendein anderes Pedro. Pep Guardiola spielt. Nein, das sind keine Egoisten, aber sie helfen ihm. Was haben wir noch für Themen? Der Balltechnik. Das war kein Schuss, das war ein Ach ja, Schuss, dieses eine Spiel, die Premier League. Ja, da war was sehr Interessantes. Chelsea hat gegen... Oh, ich muss mir gerade überlegen. Habt ihr gehört? Mein Atem und so. Chelsea hat, glaube ich, gegen... Warte, wer war das? Ach ja, gegen Arsenal, genau, gespielt. Und dann war ein kurioses in 20 Minuten 6-0, Alter. 6-0 verloren. Chelsea hat gewonnen. Eto hat Dinger gemacht. Und dann musste er wieder raus. Eto auch Hammer. Er ist so fit, der Junge. Ich hätte nicht gedacht, dass der noch so stark ist. Vom Alter her auch. Der will ja von Chelsea weg. Mann, Gomez, ey. Streng dich mal an, ey. Ah, ich bin so happy, dass ich beide mal habe. Geht ins Tor aus. Keine Gefahr, nur Abstoß. UEFA hat ein Urteil. Wegen eines Plakates ist die Fankurve gegen, wir spielen ja gegen Man U, Heim, da sind da keine Fans in der Fankurve, am Fanblock. Das ist auch schon heftig. Also, es gibt immer so Geisterspieler. Geisterspieler. Ist auch, ja. Sehr interessant. Weiß ich nicht, was ich zu sagen soll. Dante verlängert. Ist auch cool. Richtig cool bis 2017. Was sagt ihr denn zu Klopp? Also Klopp finde ich auch ein bisschen übertrieben, die ganze Sache. Wie er zum Schiedsrichter und dann wird er ein bisschen aggressiv. Aber ich meine, jeder regt sich auf, wenn man verliert. Also ich auf jeden Fall. Ich bin so ehrgeizig und reg mich auf. Und ich meine, er regt sich natürlich auch auf über seine Mannschaft, weil wenn die nicht das bringen, was der Herr Klopp möchte, regt er sich auf. Und dann geht er natürlich zum Schiedsrichter, weil das eine Fehlentscheidung war. Aus seiner Meinung her, weil er es so gesehen hat. Und er ist der Trainer und er muss zu seiner Mannschaft spielen. Und deswegen finde ich das ein bisschen lächerlich, warum da der Herr Klopp wieder auf die Tribüne geschickt wird. Das war schon einmal so wegen der Champions League. Ich finde einfach unnötig. Der geht im entscheidenden Moment natürlich ist er ein bisschen aggressiv und
ich meine, macht ja jeder Trainer. Und wenn man zum Beispiel da den Herrn Slotka gesehen hat, wie aggressiv der war, weil schon der Lunen der Rot bekommen hat. Ah, das weiß ich nicht. Gomez. Ja, komm, ey, komm! Ja, genau. Ja, Philipp Lahm, ey, ich hab auch Philipp Lahm. Mann. Das war der Mannschaftskapitän mit diesem schönen Tor. Ja, und das nennt man dann wohl mit gutem Beispiel vorangehen, Manni. Er gibt die Richtung vor. Ja, und das ist hier wunderschön gemacht. Das ist eine glänzende. Zum Beispiel, Alof glaubt nicht an Abstieg, Werner. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal betrachten. Oh, diesmal weil, ne, mit einer anderen Kamera aufgenommen. Werder ist so ein Fall. Früher hatten die richtig gute Spieler, so wie Özil, und haben sie alle abgegeben. Dann kamen wieder neue und dann meinten die, können wir so teuer verkaufen. Nix. Gomez. Dann kam die mal nichts verkauft. Und dann war es geblieben und jetzt haben sie die relativ gar ganz gute Spieler eigentlich. Also es geht relativ. Er attackiert ihn, er will den Ball. HSV hat auch nicht gerade die guten Spieler, weil sie keine finanzielle Möglichkeiten haben. Und Werder Bremen hat auch so Möglichkeiten. Mann, ey, jetzt gibt es nicht. Was macht die Abwehr da? Leute. Mann, ich bin jetzt richtig sauer, ey. Das gibt es. Unmittelbar nach dem Mittelanstoß. Schon wieder das jetzt nächste Tor. Benzema. Mann, Hummels, ey. Dann gehen wir nach Dortmund zurück. So wie gegen Kiew gespielt haben. Wir haben die auch verloren. Mann, ey. Gomez. Ein weiter Ball. Benzema. Vom Torwart abgefälscht. Der Ball, er ist Benzema immer Benzema macht das Tor. Jo. Ah, heischa! Lal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 
Ja, was macht meine Abwehr da? Gute Flanke. Irgendwie sind die alle fitter oder was? Zu leicht auszurechnen. Sehr schön offensiv ja, ist es hier genau. gelaufen in den ersten 45 Minuten. Aubameyang konnte dabei sein, aber er hat noch nicht 100% belastet. Also der könnte vielleicht beim Derby dabei sein. Joski fällt aus, der von Werder Bremen. Lasogga ist wieder an Bord, also der spielt wieder. Schulz will verlängern von Hannover. Ja, Leverkusen hat verloren. 2-1 oder 3-1, glaube ich, 2-1. Da gibt es, hat Rudi gesagt, ja, wir müssen dann eben auch mal gut spielen. Das können wir gerade nicht. Ein Kießling hat keine Fitness. Die schießen einfach keine Tore. Die in der Vorrunde war heftig, wie die in der Vorrunde spielen. Aber läuft gerade. Spieler sind da, die Assistenten sind da, es kann losgehen. Der Schiedsrichter pfeift an, der zweite Durchgang läuft. Das war eine klasse Flanke, aber das Reaktionsvermögen des Gegenspielers noch mehr. Meine Abwehr ist für behindert. Gomez, Hummels. Ja, Hummels macht noch mehr Scheiße. Jansen. Mann, ey, das nervt mich auch, Leute. Amini. Eine wichtige Merkt das doch schon meiner Stimme. Gomez. Die Fans, die freuen sich über solche präzisen Aktionen. Vertrauen meine Mannschaft. Fabregas. Lahm. Gut für Moment. Das ist auch kein Tempo drin. Gomez. Da muss mehr Tempo rein. Pedro. Hohe Bälle in nichts gespielt. Da bleibt gar nicht dran. Ja. Und jetzt ist er durch. Schuss und. Ja, Leute, ey. Hummelt er. Er kotzt mich sowas von an. Was macht der Typ da? Er hat keine Fitness mehr. Ja, das ist exzellent gemacht hier. Also wunderbar. Der steht auf 98 oder sowas. Und die Fans, die sind jetzt richtig ungeduldig. Und das kriegst du, Manni, da unten als Spieler natürlich mit und du wirst unruhig. Aber ich kann es verstehen, denn was hier die hier ja, Gomez läuft nicht mit. Ja, bleib doch gleich stehen, kleiner Penner, du. Mann. Tamus dran, ey. Toll. Ganz sauber. Also eine Abwehr muss ich mich echt und dem Gegner den Ball abgelupst. Gomez. Ja, Gomez kann ich auch gleich verkaufen wieder. Das war mir Rostov Kruse besser, glaube ich. Und nun Lukas Podolski. So leicht darf man es dem Gegner nicht machen. Gomez. Wie genau so mit Bayern. Gomez. Kein Ballgefühl, nur ein bisschen Tempo. Mann, ey, es nervt mich einfach nur noch. Der landet irgendwo im Nirgendwo, rollt über die Seitenlinie. Philipp Lahm, Sergio Busquets. Balleroberung im Mittelfeld. Benzema. Das wird ganz gefährlich, Achtung! Mann, ey, was mache ich da? Ich mache nur Bullshit, ey. Könnt mich gerne wegflamen. Kann ich gerne brauchen. Mann, ey, das ist übel schlecht von mir, so übel schlecht. Ball im Tor aus, Abstoß. Viel knapper geht es ja nicht. Das Gebälk, es zittert immer noch. Ein eindeutiges Warnsignal an den Gegner. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Ja, faul! Mann, ey, fick dich, Alter! Komm, Jansen. Lamini. Pedro. Und nun Arturo Vidal. Ich bin hier konzentriert gerade. Ich kann leider nicht reden, aber hier. Und nun Lukas Podolski. Amüsiert euch bestimmt. Was für ein Auge! Was für ein genialer Pass!
Und das Ende vom Leben. Ja, Elfer. Nein, und kein Elfer. Hallo. Ins Ausgespielt. Logisch, das muss Eckball geben. Alles da. Abgewehrt, aber noch nicht geklärt. Ja, so unfähig der Hummels. So unfähig. Klare Entscheidung nach diesem schwachen Ball. Einwurf. Arturo Vidal. Jetzt müsste er eigentlich durch die Mitte gehen. Super Flanke. Es gibt so wunderschöne Flanken. Hier haben wir das Gegenteil gesehen. Der Gegner hat den Ball schon wieder. Ein super Timing. Er geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Beste. Zweikampf um den Ballbesitz. Ja, David Villa. Sonst mal. Und nun Arturo Vidal. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Ein Pass wie aus dem Bilderbuch. Gefahr. Mann! Ja, Gomez, bist du voll behindert? Wojcikowski bewegt den Ball. Lahm. Wojcikowski. Benzema. Ein Tor! Ein Tor! Ein Tor! Benzema macht da ist jetzt Tor. Wirklich noch ein Pünktchen drin. Und die 3-3, also. Ja, dieses Tor kann noch teuer werden. Wunderbarer Treffer. Beim das nennt man das wohl. Die Beste. Langer Pass auf Mario Gomez. Gomez. Klasse gehalten und festgehalten. Ja, Spiel auf Zeit, Spiel auf Zeit, komm. Jansen. Wojcikowski. Wojcikowski bewegt den Ball. Ja, geil. Geil. Leute. Ja, Mann, ey, das Internet, ey, 15 oder mein, ey, keine Ahnung. Ja, und das war's von Außerirdisch Zocken, bleibt Außerirdisch cool, ciao!